Können Sie mich überhaupt noch zuordnen? Sagt Ihnen mein Name noch überhaupt irgendetwas? Nö, gar nicht. Okay, Sie haben vor ein paar Tagen, davor, ich weiß jetzt nicht wann das genau war, versucht bei uns ein Handelskonto zu eröffnen. Doch es gibt bestimmte Kennzahlen, mit denen ich mich dieses Thema nähern kann, wie zum Beispiel das KGV, also sprich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann gibt es noch den KBV, das Kurs-Buch-Verhältnis. Und natürlich unter anderem noch sehr, sehr wichtig, das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ja? Mhm. Kurz gesagt, der KUV. Vielleicht kennen Sie das ja auch aus dem Englischen, PSR genannt. Das ist quasi die Marktkapitalisierung. Okay, Sie sind doch ein Betrüger, oder nicht? Nee, das sind Sie, ja. Sie versuchen mich ja hier zu verarschen, dass ich Geld auf Ihr Wallet überweise. Aber so blöd bin ich definitiv nicht. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal wieder einen Trading-Betrüger mitgebracht. Die Besonderheit bei diesem Anruf ist, der Typ kann sogar halbwegs gutes Deutsch. Das ist ja heute leider auch nicht mehr selbstverständlich, wenn man am Telefon abgezockt wird. Dazu kommt, der Typ scheint auch gar nicht mal so dumm zu sein. Ich denke, er würde sich in einem vernünftigen Job definitiv besser machen. Wie sagt man doch so schön, Augen auf bei der Berufswahl. Seine hat er definitiv leider etwas verfehlt. Viel Spaß mit dem heutigen Telefonat. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Mhm. Herr Steiner? Ja. Gerold Steiner? Ja, servus. Ich grüße Sie. Der Konstantin Thiele ist hier am Apparat. Mhm. Herr Steiner, Sie haben ja schon bereits eine E-Mail aus unserem Hause zugesendet bekommen. Können Sie mich überhaupt noch zuordnen? Sagt Ihnen mein Name noch überhaupt irgendetwas? Nö, nee, gar nicht. Tja, woher soll ich den auch kennen? Ich habe ihn nie eingeladen, mich anzurufen und hatte auch vorher noch nie Kontakt mit dieser Person. Es gibt hier allerdings Callcenter, die solche Kleinigkeiten als Einstiegsgespräch nutzen, damit der Nutzer anfängt nachzudenken und zumindest schon mal ein Gespräch herzustellen. Okay. Sie haben vor ein paar Tagen, davor, ich weiß jetzt nicht wann das genau war, versucht bei uns ein Handelskonto zu eröffnen. Zumindest kann er sich ja selber nicht so richtig an den Zeitpunkt erinnern, wann ich mich bei ihm angeblich angemeldet haben sollte. Sonst hätte er bei der Aussage nicht so rumgeeiert. Ja, damals war das Thema noch Trading, Kryptowährungen. Ja, und heute nicht genau. Mehr? Wollt ihr sagen, damals? Doch. Ah, ja, okay. Also, genau. Richtig. So, was machen wir? Wir sind natürlich eine Handelsplattform, aber vielmehr sind wir auch zusätzlich nochmal ein Beratungsunternehmen. Bedeutet ganz einfach, dass wir uns darauf spezialisiert haben, unsere Kunden von Anfang an bis zum Ende quasi bei der Börse zu begleiten, ja? Also, dass ich hier mit keinem Beratungsunternehmen spreche, das ist ja wohl mal klar. Eigentlich geht es nur darum, mir Geld aus der Tasche zu ziehen und es ist doch gar nicht möglich, dass man gleichzeitig eine Tradingfirma, aber auch ein Beratungsunternehmen ist. Also das wäre rechtlich ja auch schon echt komisch, weil man könnte in die falschen Dinge beraten und es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also welche Tradingfirma ist gleichzeitig auch ein Beratungsunternehmen? Hier geht es einzigst und allein nur darum, euer Vertrauen zu gewinnen und um möglichst seriös zu klingen. Man muss auch zugeben, dieses Gespräch hat auch erstmal sehr seriös geklungen, ist es aber nicht. So, das bedeutet, Sie können natürlich auf unserer Plattform traden, aber wir geben Ihnen auch noch zusätzlich Tipps, bei welchen Kryptowährungen oder bei welchen gelisteten Werte eine kurzfristige Rendite zu erwirtschaften gibt. Ja. So. Hier stellt sich einfach die Frage, woher will er selbst die Tipps haben? Keiner kann wissen, wie sich der Markt entwickelt. Man kann Vermutungen haben, aber diese Tipps sind letztendlich nichts anderes als Vermutungen, weil es steht nirgendwo geschrieben, was als nächstes auf der Börse passiert. Tesla kennen Sie doch sicherlich, oder Herr Steiner? Ja, sagt mir was, was ist das mit den Autos? Genau. So, Tesla hat jetzt Vorverträge mit einer sehr, sehr interessanten Kryptowährung abgeschlossen. Ah ja, Tesla hat also angeblich irgendwelche Vorverträge mit einer sehr, sehr interessanten Kryptowährung abgeschlossen. Stellt sich die Frage erstmal, mit welcher Kryptowährung? Und vor allem, wie kann man mit einer Kryptowährung Vorverträge abschließen?
Das ist ja fast so, als würde ich sagen, ich hätte mit dem Euro einen Vorvertrag abgeschlossen. Ich selbst habe auch nichts im Internet dazu gefunden, dass diese Aussage überhaupt auch nur ansatzweise stimmt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Elon Musk am 14.05., also dazu gab es zumindest dann einen Newsbeitrag, die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel zugelassen hat, aber auch vorerst nur in den USA. Was anderes habe ich dazu nicht gefunden. Also scheinbar nur Blödsinn. Falls doch da irgendwas dran sein sollte, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe dazu überhaupt nichts gefunden. Letzte Woche lagen wir bei 35 Cent. Heute sind wir schon bei genau, Moment, bei 1,21 Euro. Das heißt, sobald diese Kryptowährung, also sobald dieser Wert 3,20 Euro, 3,30 Euro Marke durchbricht, werden wir unseren Kunden einen Verkaufssignal erteilen und würden dann quasi jetzt nur von der reinen Nettorendite 5-7% verlangen, ja? So. Wir dürfen auch mit maximal nur 40 Stammkunden zusammenarbeiten. Ich habe jetzt 38 Leute in meiner Betreuung drinnen, also ich habe noch 2 Plätze frei, ja? So, und jetzt haben wir hier auch gleich die nächste Betrugsmasche. Er hat 40 Stammkunden insgesamt, oder kann er aufnehmen, 38 Plätze sind davon bereits belegt und es wären nur noch 2 Plätze zur Verfügung. Soll also dementsprechend vermitteln, ich muss mich jetzt entscheiden, ansonsten sind die guten Plätze weg und er hat niemanden mehr frei. Das ist natürlich auch eine ganz bekannte Masche. Die sieht man auch ganz oft in diesen illegalen Gewinnspielen im Internet, wo man sich eintragen muss, dass da irgendein Countdown läuft, der allerdings dann wieder von vorne anfängt oder einfach bei Null stehen bleibt und nichts weiter passiert und man sich trotzdem eintragen kann. Also das ist einfach nur eine Verknappungstaktik, um eine Art Hype auszulösen, dass man das ganz schnell haben will, ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als Blödsinn. Das bedeutet, Sie werden von mir, also Sie bekommen alle Informationen, die bei mir reingehen, gebe ich meinen Kunden 1:1 weiter. Also Vorverträge, die unterschrieben worden sind. Welche Pilotprojekte wurden realisiert, ja? So, und dann werde ich Ihnen natürlich auch einen Verkaufssignal erteilen, aber letztendlich entscheiden Sie immer, wann Sie verkaufen möchten. Genau, Herr Steiner. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon bereits Erfahrung im Börsensegment? Nee, noch gar nicht. Da habe ich noch gar keine Erfahrung. Okay, so, wie arbeiten wir? Im Gegensatz zu anderen Beratungs- oder Brokerunternehmen machen wir zwar nicht so viele Werte jährlich, aber dafür sichere Werte, ja? Also die einzigsten sicheren Werte, die man hier hat, ist sicherlich einfach nur den Umsatz, indem man denen das Geld gibt und man das nie wieder sieht. Letztendlich hat der Typ mir noch nicht mal verraten, um welche Kryptowährung es hier überhaupt geht, wo er hier solchen Hype erzeugt. Dass die ja so toll ist und man hier ganz viel Geld verdienen kann. Und also es ist einfach nur wieder Blödsinn. Also von vorne bis hinten alles Blödsinn. Allerdings muss man hier sagen, der Blödsinn hört sich hier auch noch viel, viel professioneller an als bei den meisten illegalen Anrufen. Es gibt natürlich, Herr Steiner, haben Sie mich auf Lautsprecher an? Nö. Okay, so, es gibt natürlich keine einzelne Faustregel, um jetzt an der Börse Erfolg zu haben, ja? Doch es gibt bestimmte Kennzahlen, mit denen ich mich dieses Thema nähern kann, wie zum Beispiel das KGV, also sprich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann gibt es noch den KBV, das Kurs-Buch-Verhältnis und natürlich unter anderem noch sehr, sehr wichtig, das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ja? Kurz gesagt, der KUV. Vielleicht kennen Sie das ja auch aus dem Englischen, PSR genannt. Das ist quasi die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Jahresumsatz dieses Unternehmens. Und wenn das relativ niedrig ausfällt, dann könnte es sich um ein Schnäppchen handeln. Es gibt natürlich noch viele andere Kennzahlen, auf die ich achten kann, wo es sich nicht so sehr um diesen Bewertungsaspekt handelt, sondern eher um die Profitabilität. Hier müllt mich der Kollege mit lauter Abkürzungen zu, wo ein normaler Mensch natürlich überhaupt nichts mit anfangen kann. Die Abkürzungen mögen zwar alle stimmen, interessieren mich aber als Anfänger erstmal gar nicht. Beziehungsweise habe ich ja davon auch gar keine Ahnung, also was soll ich damit überhaupt? Das Ganze dient ja einfach nur wieder zur Verwirrung, zur Taktik, dass man klug wirkt, was man in Wirklichkeit nachher einfach gar nicht ist, weil das ganze Gespräch ergibt von vorne bis hinten auch immer weniger Sinn eigentlich und geht auch immer mehr
jetzt in die Richtung, dass man dann bald bezahlen soll. Naja, und dann haben wir wie immer die gleiche Abzugmasche. So, die Eigenkapitalrendite wäre auch noch etwas, auf das ich schauen würde und nicht allein auf diesen monetären Aspekt, wenn ich an der Börse Erfolg haben möchte. So, ja. Das heißt, mir interessiert nicht, mit welcher Summe Sie mich testen. Mir ist es, in erster Linie geht es mir darum, dass Sie einfach mal einen Einblick davon bekommen, um was für ein Unternehmen es sich hierbei handelt, was wir für Sie tun können und was wir nicht für Sie tun können. Ja, welchen Einblick haben wir denn hier? Ja, es ist ein Betrüger wie jeder andere, nur dass er etwas schlauer wirkt als die meisten anderen. Denn letztendlich die Einzahlungsmethode, die man hier nachher wieder vorschlägt, ist der gleiche Betrug und die gleiche Masche wie bei allen anderen. Schon alleine auch solche Aussagen, man möge ihn erstmal testen, erweckt wieder den Eindruck, das wäre hier alles sicher. Letztendlich, das Einzige, was man bei diesem Test herausfindet, ich zahle da meine Kohle ein und die ist weg. Das heißt, Sie können mich freilich mit einer kleinen Summe testen, ja, und wenn Sie 12 Monate lang in meiner Betreuung bleiben, dann werden wir nächstes Jahr über ganz andere Summen sprechen. Genau, was sagen Sie? Ja, klingt ja ganz nett. So, ich empfehle jedem meiner Neukunden, Herr Steiner, und das sage ich Ihnen so, wie es ist, bitte beim Testgeschäft nie mehr als 1.000 Euro investieren, ja, also maximal 1.000 Euro. Ja genau, mit einer kleinen Summe erstmal testen, aber niemals mehr als 1.000 Euro einzahlen, ist schon klar. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwas teste, dann gebe ich dafür einen 5er oder einen 20 aus, aber ich stecke da keine 1.000 Euro rein in eine Firma, die ich nicht kenne, die kein Impressum hat und die grundsätzlich nur mit unseriösen Methoden arbeitet. Weil ich möchte, dass Sie erstmal verstehen, wie wir arbeiten und auch einfach verstehen, wie wir arbeiten, und nicht irgendwie eine Summe investieren, von der Sie abhängig sind, ja? So, einfach eine Summe, wo Sie sagen würden, okay, darauf kann ich die nächsten 4 bis 6 Wochen verzichten. Welche wäre das? Ja, wenn Sie sagen, 1.000 Euro sollte ich erstmal so machen, dann können wir das ja einzahlen. Diese Frage war eigentlich wieder nur eine nächste Betrugsmasche. Hier findet der Betrüger erstmal raus, wie viel Geld kann ich denn überhaupt verschmerzen, ohne dass es mich jetzt in Klammern wirklich extrem interessieren würde. Wenn ich jetzt hier eine kleine runde Summe sage, ist er damit sicherlich auch erstmal zufrieden. Es geht hier hauptsächlich darum, um meine Schmerzgrenze eben einfach auszukitzeln, ab wann ich eben sagen würde, das ist viel Geld und ab wann ich sagen würde, das ist wenig Geld. Und wenn man mich hier fragt, was möchtest du denn maximal erstmal geben, worauf kann ich verzichten, dann ist das auch erstmal die Summe, mit der ich definitiv auch nicht zur Polizei gehen würde, weil es halt eben für mich in dem Fall dann eine kleine Summe wäre. Ja, und so können die Betrüger natürlich sicher damit rechnen, dass man wegen den paar Euro in Klammern dann eben auch nicht zur Polizei rennt und sich die Mühe macht, das Ganze überhaupt zu verfolgen. Super. So, ich würde Sie ganz gerne unter meine Betreuung aufnehmen. Wäre das in Ordnung? Ja. Super, dann würde ich für Sie direkt ein Portfolio anlegen. Sagen Sie mir bitte ganz kurz. Ich werde jetzt schauen, der aktuelle Kurs liegt bei 1,21 Euro, ja? Ich denke, für maximal 1,23 Euro gehen wir rein in den Markt, ja? Dann setze ich eine Limit-Order. Wäre das in Ordnung? Ja. 1,23. Super, haben Sie Mastercard oder Visa? Ich habe eine Dongzhuang-Karte. Was ist das? Das ist eine Kreditkarte. Okay, aber haben Sie, ist das Ihr Geld oder von der Bank ausgeliehenes Geld? Nö, das ist mein Geld. Okay, ist auch Mastercard fähig? Nö, das ist eine andere Kreditkarte. Die Mastercard ist ja eine Kreditkarte, dann gibt's ja Visa und das ist halt eine Dongzhuang. Okay, Moment. So, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer, Herr Steiner? Nö, das ist eine Festnetznummer. Okay. Haben Sie bitte eine WhatsApp-Nummer für mich? Nee, das habe ich mir abgewöhnt, das zu benutzen. Okay, Sie benutzen also kein WhatsApp mehr, okay. Okay, dann schauen wir, dann machen wir es so. Genau. Dann brauche ich noch ein paar Daten von Ihnen. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Das ist der 17.07.92. Also 17. Juli? 92, ja? Ja, genau. Super. Dann haben Sie vielleicht ein Binance-Konto oder Coinbase-Konto? Mhm. Okay. Können Sie bitte jetzt
Sitzen Sie vor einem PC? Ja, ich bin vom Computer. Okay, super. Dann geben Sie bitte einfach, am besten machen wir das über Binance. Genau. Ja, geben Sie einfach Binance an. Kennen Sie Binance? Ja, schon mal gehört, ja. Ja, natürlich kenne ich Binance. Binance ist auch eigentlich eine eher seriöse Plattform. Wie er jetzt darauf kommt, weiß ich nicht so richtig, aber es geht zumindest auch nicht mit der Plattform nachher weiter. Vermutlich erwähnt er ja einfach Binance, um eine seriöse Plattform in Griffnähe zu haben und sich damit eben zu vergleichen. Wobei ich mich dann jetzt frage, von wo ruft er dann überhaupt aus an? Einzahlen soll ich allerdings nachher wieder auf einem Crypto-Wallet, was mir hier ganz klar wieder zeigt, Binance ist hier nur vorgeschoben und hat nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich soll Geld auf einen Crypto-Wallet einzahlen. Vermutlich will man dann mein Geld auf das Binance-Konto transferieren, aber das ist alles Blödsinn. Also letztendlich Crypto-Wallet-Geld drauf und weg. Das war's dann. Okay, Moment. Also B wie Bertha, Ida, Norbert, ja. Anton, Norbert, Cäsar, Emil, Binance. Und dann .com. Genau. Habe ich hier, ja. Dann müssen Sie sich bitte einmal registrieren. Ja. Dann melde ich mich da mal an. So haben Sie, Sie können auswählen, mit E-Mail registrieren oder mit der Handynummer. Ich habe mit E-Mail gemacht. Jetzt soll ich hier irgendeine Nummer eingeben. Genau. Bitte öffnen Sie Ihren Postfach. Achso, Sie meinen die Empfehlungs-ID? Nee, hier steht E-Mail-Verifikation. Da muss ich genau. Sechsstellige Nummer oder so eingeben. Das müssten Sie dann auf Ihre E-Mail-Adresse zugesendet bekommen haben. Dann logge ich mich mal im E-Mail-Postfach ein. So, dann brauche ich bitte nochmal, korrigieren wir mal, beziehungsweise schauen wir mal. gerold.steiner@mdccfun.de, ja? Genau. Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja. Ist noch keine E-Mail da. Ich drücke mal hier auf nochmal senden. So. Jetzt ruft hier gerade mal jemand an. Wie weit sind Sie? Ich warte noch auf die E-Mail. Warten Sie mal, ich nehme mal kurz ab, das andere Gespräch. Kein Problem. Kein Problem. Ja, hallo? Ja, ist am Apparat. Worum geht's? Könnten Sie mich dann nochmal eine Stunde anrufen? Ich habe gerade auf einer anderen Leitung noch ein Gespräch. Okay. Und dann schicken Sie den nochmal zu. Alles klar. Danke. So. Schauen wir mal, ob jetzt was da ist. Oder können Sie sich auch einfach mit der Telefonnummer registrieren, mit der Handynummer? Naja, die würde ich da jetzt ungern angeben wollen. Also das ist nur für, das dient nur zur Verifizierung, ja? Ach so. Ich muss mal gucken, ob jetzt, aber die E-Mail ist immer noch nicht da. Das dauert ganz schön lange. Ist da gerade irgendwas kaputt? Moment. Bleiben Sie mal bitte ganz kurz dran. Also Sie haben eine, welche Kreditkarte nochmal? Wie heißt das? Die heißt Dongzhuang. Dong? Dongzhuang. Dongzhuang. Also Baby Dora, Otto. Ja. Norbert. Und weiter. Und dann S-W-A-N. S-D-A-N. Nee, S-W-A-N. S-W. Das ist eine chinesische Kreditkarte. Okay. Habe ich noch
nie gehört. Don Schwan. Das funktioniert? Haben Sie schon mal damit irgendwie was eingekauft? Ja, ja, damit kaufe ich ganz normal hier ein. Leben Sie eigentlich in China, oder wie? Nee, in Deutschland. Das ist eher eine Online-Bank, ja? Mhm, genau. Also Sie können damit quasi auch online überweisen, ja? Das müsste auch gehen. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber das müsste auch gehen. Okay. So, sagen Sie mir bitte, wie lange werden Sie, also haben Sie schon bereits diesen Code per E-Mail zugesendet bekommen? Können Sie bitte nochmal nachschauen? Und sich aktualisieren nochmal. Okay, ich kann Ihnen gerne dabei helfen, wenn Sie möchten. Mhm. Genau, Moment. So, was sehen Sie gerade? Im Moment mein E-Mail-Postfach. So, und da ist nichts drin, ja? Naja, die anderen E-Mails, die halt so die ganze Zeit eintrudeln, aber die Aktivierungs-E-Mail noch nicht. Können Sie bitte nochmal zurückgehen? Mhm. Bei meinen und bitte mit der Telefonnummer einfach, weil Sie werden dann nie wieder von denen eine SMS bekommen. Das ist nur einmalig. Ja, aber ich will meine Handynummer nirgendwo angeben. Bitte nochmal? Ich sage, ich will aber meine Handynummer nirgendwo angeben. Okay, Sie würden aber nie wieder angerufen werden von dieser Institution, ja? Das wissen Sie. Das dient nur zur Verifizierung. Wirklich. Ja, gut, wissen kann man das vorher nicht unbedingt, ob sich die Leute auch daran halten. Wie bereits schon erwähnt, Binance ist eigentlich ein seriöses Unternehmen und ich vermute auch ganz stark, dass der Anrufer hier auch nicht von der Firma kommt, sondern dass das halt einfach nur ja, wie Augenwischerei funktionieren soll. Er gibt mir hier ich soll ein Konto bei Binance anmelden und einzahlen soll ich nachher wieder auf einen Crypto-Wallet und da ist dann das Geld weg und Binance hat mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Im Grunde genommen ist Binance hier sogar noch einer der Geschädigten von den ganzen Betrugsfällen, da er hier garantiert auch nicht nur mich mit dem Thema Binance angerufen hat, sondern auch garantiert das ganze Skript darauf überhaupt beruht. Und so werden natürlich dann eben auch seriöse Firmen dadurch stark geschädigt. Ne? Also viele Leute denken dann, dass Binance eins von den schlechten Unternehmen ist. Und auch zum Thema Telefonnummer, natürlich kann man bei Binance macht man wie überall woanders eben auch, gibt man dort seine Telefonnummer an. Der Unterschied zu den Betrügerseiten ist hier einfach, dass Binance auch gleich danach fragt, ob man angerufen werden möchte und eben auch Hilfe braucht. Und wenn man dann dort seine Telefonnummer eingibt, dann passiert hier der große Unterschied zu den Betrügern. Man bekommt eine Bestätigungs-SMS oder wenn man seine Telefonnummer, also Festnetztelefonnummer eingibt, dann ruft hier auch wieder ein Automat an, der einem dann diesen PIN eben durchsagt. Und dann gebe ich den PIN ein und mit dieser Eingabe von dem PIN bestätige ich ja auch, dass man mich anrufen darf. Und ich werde hier quasi zweimal damit gefragt. Einmal eben dadurch mit diesem Häkchen, was ich setze und dann eben zusätzlich ja nochmal mit dem Anruf, der dann automatisch kommt von einem Computer und der mich dann eben fragt, ob ich auch wirklich angerufen werden möchte, um dann diese PIN eben auch einzugeben. Und das ist seriös. Der ganze Anruf hier hingegen nicht, weil ich habe es letztendlich nicht erlaubt, dass man mich anrufen darf. Okay, kein Problem. Wie können wir das machen? So, können Sie bitte bei Ihren Spam-Ordner nachschauen? Gucke ich auch nochmal rein. Ne, da ist auch noch nichts drin. Wie lautet denn, das weiß ich jetzt schon. So, Moment. Haben Sie keine Mastercard oder Visa-Card? Nur diese, Eine Visa-Karte habe ich auch. Eine Visa-Karte haben Sie auch? Mhm, aber die habe ich noch nicht benutzt bis jetzt. Okay. Dann machen wir das doch damit. Okay. Sie haben aber schon 3D-Security, ja? Das heißt, ich mache
So, ich gebe Ihnen jetzt, ich sende Ihnen jetzt per E-Mail, bleiben Sie bitte bei Ihren E-Mail, bei Ihrer E-Mail-Postfach, ja? Ja. Bei Ihrem E-Mail-Postfach. Bleiben Sie bitte dort. Mhm. Ja? So, Herr Steiner. Ja. So, gleich bekommen Sie einen Link von mir. Moment. Mhm. Aber haben Sie schon mal mit dieser Visa-Kasse irgendwelche Online-Einkäufe getätigt? Ne, bis jetzt noch nicht. Okay. Jetzt habe ich ja auch von Binance so eine Nummer bekommen mittlerweile. Okay, super. Dann machen Sie das bitte über Binance. Ja, dann probiere ich. Oh ne, hier steht, die Nummer ist abgelaufen. Okay. Aber ich habe noch eine zweite bekommen. Okay. Versuchen Sie es bitte mit der. Mhm. Ne, die ist auch abgelaufen. Okay. So, ich schicke Ihnen jetzt einfach eine E-Mail. Mhm. So, jetzt haben Sie eine E-Mail von mir bekommen. Von Thomas Schübner. Warten Sie, ich guck mal. Bis jetzt ist noch nichts da. Aber es dauert manchmal ein bisschen. Kein Problem. Tja, irgendwie ist auch der Elan weg von dem tollen Mitarbeiter. Am Anfang des Gesprächs war er irgendwie noch viel gesprächsfreudiger. Mittlerweile wird er immer langsamer und lässt sich immer mehr Zeit und hat irgendwie nicht mehr so richtig Lust auf mich. Ist er immer noch nicht da? Nee, ist noch nichts da. Okay. Okay, kein Problem. Können Sie bei Google bitte? Ja. Genau, gehen Sie bitte zu Google Suchleiste, geben Sie bitte ein www. Ja. www. Moonpay, also M wie Martha. Mhm. Doppel Olaf. Mhm. Norbert. Ja. P wie Peter. Mhm. Anton. Mhm. Y. Ja. .com, also .com. Genau. Mhm. So, da sehen Sie das ja gerade, ja? Jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse hier. Okay, das, okay. Also das, so ein schwarzes Zeichen ist es, eine schwarze Kugel. Ich bin jetzt auf Google. Okay, Moment. Okay. Okay, was sehen Sie bei den Suchergebnissen? Ganz oben habe ich irgendwas mit pmax.com, darunter habe ich dann moonpay.com. Genau, gehen Sie da bitte drauf, moonpay.com. Mhm. Ja. Super. So, dann wählen Sie aus. Genau, wählen Sie einfach mal Ethereum aus. Ja, da habe ich das, Genau, Ethereum, das ist nur, um umzuwandeln, das Geld. Danach tun wir das wieder umwandeln. Mhm. So, dann geben Sie da unten die Summe ein, 1.000 Euro. Mhm. Müsste ja 0,3046 Ethereum sein, ja? Ne, da steht 0,3601. Okay, dann passt das so. Mhm. So, einfach auf Weiter dann bitte. Ja. So. Gehen Sie mal bitte jetzt nochmal zu Ihrem E-Mail-Postfach. Ja, schau ich mal. Jetzt habe ich noch eine E-Mail von Binance mit noch einer Nummer. Ich probiere die auch nochmal aus. Nee, es scheint wieder abgelaufen zu sein. Ach, scheiße. Und hier fängt er so langsam an, seine Fassade zu verlieren. Und ein kleines bisschen ungehalten zu werden. Weil ich denke mal, nur weil etwas nicht klappt, wird ein Bankberater nicht auf einmal komplett seinen Slang verlieren und ach, scheiße, in das Telefon husten. Das wird wohl einfach nur wieder damit zu tun haben, dass er sich gerade gefreut hat, dass es weitergehen kann und dann doch noch ein kleines bisschen dauert. So, der Kurs steigt hoch. So, können Sie bitte einfach, kennen Sie das Programm AnyDesk? Dann kann ich Ihnen helfen. Kennen Sie AnyDesk? Ja, AnyDesk kenne ich, ja. Hm?
Haben Sie das? Nee. Auf dem Computer drauf? Mhm. Okay, können Sie das vielleicht downloaden? Auf den Computer? Nee. Nicht, okay. Haben Sie was anderes? Mhm. Okay. Ja. So, ich weiß nicht, wie wir das noch machen können. Dann haben Sie vielleicht eine andere E-Mail? Ja, eine andere E-Mail-Adresse habe ich auch, aber die gebe ich nicht an Betrüger weiter. Okay, Sie sind doch ein Betrüger, oder nicht? Nee, das sind Sie, ja. Sie versuchen mich ja hier zu verarschen, dass ich Geld auf Ihr Wallet überweise, aber so blöd bin ich definitiv nicht. Klar, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Wir kommen schon mal gar nicht mit den Geldern unserer Kunden in Berührung, wissen Sie? Ja, ja, genau. Ist so. Alles, was Sie empfehlen, das ist rein freiwillig. Das alles, was Sie empfehlen, ist Betrug. Mehr ist es nicht. Sie sind einfach nur ein Betrüger und ein Abzocker. Mehr nicht. Tja, wie immer. Und sobald man Betrüger und Abzocker erwähnt, war es das dann auch schon mit dem Gespräch, anstatt die ganze Geschichte mal richtig zu stellen und zu erklären. Aber er hat wohl gemerkt, dass ich ihn durchschaut habe. Die Betrüger werden leider immer dreister. Mittlerweile baut man sich scheinbar nicht mal mehr eine eigene Webseite, sondern man nimmt einfach seriöse Firmen daher und lenkt die Betrüger auf die Krypto-Umtauschbörsen um. Na, also zum Beispiel Moonpay. Und ja, mit dieser Methode braucht man ja tatsächlich auch keine eigene Seite mehr. Da kann man sein komplettes Konzept auf irgendeine vorhandene seriöse Seite aufbauen und den Kunden dann auf einer anderen Webseite einzahlen lassen, wie eben zum Beispiel hier erwähnt Moonpay. Das Problem ist eben dabei, dass Moonpay und eben auch Binance zum Beispiel beide eigentlich seriöse Plattformen sind, aber hier komplett mit dieser Aktion auch in den Dreck gezogen werden, wodurch natürlich dann auch Anleger, die mal anlegen möchten, komplett von diesem Markt natürlich auch abgeschreckt sind. Grundsätzlich ist es so oder so Spekulationsgeschäft und ihr könnt euer Geld auch mit seriösen Unternehmen verlieren. Allerdings ist das hier schon wieder ein ganz neues Level, in dem man selber gar keine Webseite mehr baut, dann ist man auch noch weniger angreifbar. Wenn ihr eine eigene Webseite besitzt und einen eigenen Webserver, dann kann man euch natürlich versuchen zu finden. Im Ausland immer so eine Sache, nicht ganz einfach, aber wenn man nun auch keine Seite mehr hat, dann gibt es auch gar keine Angriffspunkte mehr. Die Telefonnummer, wenn die gefälscht ist, also gespoofed, und also gespoofed bedeutet, man kann euch mit irgendeiner erfundenen Nummer anrufen und dann steht irgendwas Falsches im Display, da könnte selbst die 110 nachher im Display stehen. Man kann den Anruf nicht zurückverfolgen, man kann die Webseite nicht zurückverfolgen, weil nicht vorhanden, und das macht die Masche eigentlich mittlerweile noch gefährlicher als vorher schon. Vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns dann im nächsten Video.